Wir machen heute Athletiktraining. Das heißt, ihr habt aus meinem letzten Video schon ein bisschen Functional-Training gesehen. Wir haben ein bisschen Intervalle gemacht, dies, das. Heute habe ich mir ein Model geholt, das ist die Anna. Die macht das Ganze heute mit. Ich muss ein bisschen mehr erklären. Das Training heute richtet sich mehr an die Athleten bei uns im Verein und an alle anderen, die es sonst noch so gibt. Volleyball, Hockey, Rugby, Basketball. Wir arbeiten heute an Sprungkraft und ein bisschen am Core. Wir machen so ein paar Grundübungen. Athletiktraining ist immer sehr vielfältig und hat viele Ebenen, auf denen wir arbeiten können. Heute schneiden wir das Ganze so ein bisschen an, dass ihr zu Hause ein bisschen was machen könnt. Als allererstes Warm-up. Ihr könnt von mir aus in Ruhe laufen gehen oder ein bisschen vorher stretchen. Athletiktraining an sich ist gar nicht so, dass man rauskriecht aus dem Training danach oder völlig im Eimer ist. Kann auch sein. Einige Leute, die bei mir trainieren, werden mich jetzt dafür hassen, dass ich das gerade gesagt habe. Aber an sich ist Athletiktraining erstmal Stabilität, Verletzungsprophylaxe und dann kommt sowas wie Schnellkraft, Geschwindigkeit und dann kommt noch Ausdauer dazu. Also, wir fangen an mit der ersten Übung. Wir gehen rüber zur Wand. Anna positioniert sich mit einem Fuß auf dem Kissen. Ihr könnt zu Hause ein Sofakissen nehmen. Ihr geht runter in den Ausfallschritt und dann fangt ihr an mit den Jumps von rechts nach links rüber. Ihr arbeitet ganz locker und tretet immer nur mit der Fußspitze auf. Locker arbeiten und Pause. Als Variation, das waren flache, schnelle Sprünge. Wir machen jetzt hohe Sprünge, ein bisschen explosiver. Sie geht runter in Position, geht runter und dann springt sie explosiv hoch. Runter und hoch die Sprünge. Kraft kommt aus der Fußspitze hoch und runter. Immer fest landen. Landung sicher, der nächste Sprung. Landung sicher, der nächste Sprung. Und danke. Ausfallschritte sind viele Variationen, die wir machen können. Wir machen diese beiden erstmal. Ihr könnt die auch abwechselnd hintereinander wegmachen. Als erstes fangt ihr damit an, dann gehen wir rüber auf den Ball. Ihr geht in Liegestützposition, streckt die Beine, zieht den Bauch ein, habt kein Hohlkreuz. Ihr hebt die Hand an und ein Ball kommt runter. Und ihr arbeitet ganz locker. Ihr haltet Stabilität in der Schulter. Bauch ist auf Spannung, locker arbeiten. 5, 4, 3, 2, 1 und lösen. Ihr könnt das Ganze noch variieren, indem ihr raufgeht und dann den Ball immer noch von rechts nach links rüber bewegt oder abwechselnd dynamisch die Hände hoch und runter nehmt. Aber das Ganze zu gegebener Zeit erstmal mit der Grundübung anfangen. Wir gehen auf die Matte. Ihr legt euch auf den Rücken. Ihr kommt mit beiden Hacken auf den Ball rauf. Jetzt hebt ihr Po und Hüfte an. Ihr streckt ein Bein, genau. Das gestreckte Bein liegt auf dem Ball, Po ist oben. Wenn ihr das rechte Bein anzieht, zum Beispiel, streckt ihr das linke explosiv und dann arbeitet ihr. Strecken und anziehen, genau. Die Wiederholungszahl ist nicht so hoch. Wir arbeiten fest. Sicher. Wir machen noch so 5, 6 Wiederholungen. Locker raus. Ihr habt die Kontrolle. Nicht so viel Wiederholungen, wie es geht, sondern kontrolliert und explosiv. Raus und fest. Und machen nochmal Beinwechsel. Ihr geht nur mit dem Hacken rauf. Anziehen und der Stoß. Anziehen und der Stoß. Unterrücken, Beinbizeps. Po, alles ist auf Spannung. Locker arbeiten. Und Pause. Lösen. Das war jetzt viel Beine und Beinbizeps. Jetzt arbeiten wir ein bisschen am Core. Das heißt, ihr geht rauf auf den Ball mit den Ellbogen und dann kommt ihr hoch und jetzt kommst du auf die Hände rauf. Komm mal auf die Hände, so ist gut. Und ihr kommt mit dem Knie zum Ball und zurück. Weit raus. Ihr habt Stabilität wieder in der Schulter, Bauch ist auf Spannung und ihr arbeitet locker. Ran und raus. Wenn das Ganze übel sein soll, dann treten wir ein bisschen gegen den Ball. Dann muss sie noch mehr in der Stabilität arbeiten. Sie hält das sehr gut. Also holt euch ein Geschwisterchen dazu. Oder einen Verwandten, der dagegen tritt, wenn ihr wollt. Letzte Übung. Der Ball kommt weg. Komm mal vor die Matte. Ihr nehmt euch wieder ein Kissen. Ihr könnt ein Sofakissen nehmen
oder was auch immer. Ihr positioniert die Beine rechts und links davon. Und dann kommt ihr runter in den Squat und ihr haltet es kurz. Ihr zählt bis zwei. Eins, zwei. Bei zwei springt ihr explosiv hoch und landet auf dem Pad. Runter und ihr jumpt nach oben. Und ihr steht fest. Wenn ihr fest steht, kommt ihr wieder runter. Runter und wieder der Sprung. Explosiv. Gut. Jetzt versucht ihr, die Variation reinzubringen, indem ihr so hoch springt, wie es geht. Runter in den Squat und der Sprung. Und festlanden. Sehr gut. Mal nochmal zwei. Runter in den Squat und der Jump. Ihr macht die Kniebeuge, den Squat, so tief, wie es geht. Runter und der Jump. Und fest. Und gut. Dankeschön. Die ganzen Übungen machen wir von der Zeit her, ihr macht immer so ungefähr 20 Wiederholungen. Und dann die nächste Übung, 4, 5 Durchgänge. Wie gesagt, Athletiktraining ist jetzt nichts, wo wir nach bestimmten Intervallen oder Zeiten arbeiten. Das kann man machen, aber als allererstes wollen wir Stabilität und Kraft reinbringen. Das dauert ein bisschen und das Ganze kann man immer noch intensiver gestalten. Das war der erste Teil. Der zweite Teil kommt demnächst. Danke und auf Wiedersehen.